Übe das Pausieren zwischen zwei Tönen. Du lernst das, wenn du immer die Zählzeiten, auch Schritte genannt, sprichst und bei jeder Pause in die Hände klatschst. Das klingt einfach, aber kontrolliere, ob du wirklich die Pause genau im richtigen Moment klatschst. Und kontrolliere, ob du nach der Pause wirklich zum richtigen Zeitpunkt die nächste Zählzeit sprichst. Achtung! Die Hauptgefahr bei Pausen ist, dass man zu zeitig weiter singt oder spielt, denn eigentlich langweilt man sich als Musiker bei der Pause. Diese Übung hilft, dass man diese Rhythmusschwäche überwindet. Origineller ist es, wenn du bei jeder Pause eine bestimmte Bewegung machst, statt zu klatschen. Dreh dich zum Beispiel einmal um dich selber oder Ähnliches. Nicht nur das Klatschen kann durch festgelegte Bewegungen ersetzt werden, sondern auch das Zählen der Zählzeiten. Dann macht es erst richtig Spaß, denn es entsteht ein Tanz. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1.